Begrüße euch herzlich zu Outlaws. Ja, Folge 2. Wie ihr hört, haben wir jetzt auch Musik. Die war vorher nicht da, das tut mir auch leid. Ich habe da nämlich einen Fehler gemacht. Ich musste nämlich die CD, weil der Soundtrack auf der CD ist, musste ich die CD einlegen, weil sonst wird das nicht mit dem Soundtrack. Gut, wir fangen jetzt hier an. Zur grundlegenden Steuerung WASD ist ganz klar. Leertaste ist hier benutzen, E ist springen. Linke Maustaste ballern, rechte Maustaste Spezialschuss. 1 bis 9 Waffen und ganz hinten Items haben wir noch nicht, das zeige ich dann. Wir werden jetzt auch erstmal hier rumlaufen und hier ein paar Leute, ein paar Cowboys umbringen. Zack. Und ich muss sagen, also das Spiel hat zwar wirklich für seine Zeit nicht mehr gute Grafik, weil da wurde schon echt auf Polygone gesetzt, bei Quake zum Beispiel. Das gab es ja dann noch gar nicht, hier so 2D-Bitmap-Dinger. In der 3D-Welt, aber ich muss sagen, der Soundtrack bei diesem Spiel ist einfach nur episch. Der ist wirklich episch, ich liebe diesen Soundtrack. Und auch die Art von den Zwischensequenzen, dieser Zeichentrickstil, einfach nur geil. Also echt, also das ist echt... Das macht dieses Spiel einfach aus, also diese Atmosphäre, die man hier auch hat. Zack. Das ist einfach richtig gut. Und deswegen ist das echt eins meiner Lieblingsspiele und das will ich euch einfach mal hier zeigen. Soll das doch mal LucasArts typisch ist auch. Die hatten halt schon Dark Force, war das glaube ich ein Ego-Shooter von Star Wars, aber hier mal so im Western, finde ich immer gut. Western gefällt alle, also jedenfalls mir, also ich würde mich über mehr Western-Spiele freuen, ohne Scheiß. Es wird einfach stiefmütterlich behandelt, der Western, aber immer schön, oh, hier moderner Krieg und so, das gefällt mir allen, ey, super. Zack, so. Oh, ja, eine neue Waffe. Eine Winchester. Die nehmen wir natürlich gerne. Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte. Wir gehen erstmal raus. Und dann, in das Haus hier. Genau. War es das? Ich glaube, ja. In den Gans konnten wir jetzt rein. Was ist das hier? Ja. Zack. Ich glaube, in dem Haus war nichts Interessantes, aber wir wollen natürlich viele Gegner umplätten. Ich weiß jetzt nicht, wenn die Musik lauter ist als... Also für mich ist das jetzt gerade in Ordnung. Aber, ach ja genau, das Problem ist aber, ich kann die Musik gar nicht leiser stellen, als sie jetzt ist. Ich habe mal runtergestellt, versucht, aber es ging irgendwie nicht und ich habe keine Ahnung warum. Ein bisschen Munition. Ja, mal gucken, ab und zu sind hier Geheimgänge. Aber hier jetzt gerade nicht, das ist schön. Gehen wir mal hoch. Na, kommt der hier, Schweine. Nur wer will sich hier mit Marshall anlegen? Mit Rob Marshall? Mit dem Marshall Rob, eher gesagt. Ich weiß seinen Nachnamen jetzt nicht. Den Iron Key. Ich weiß leider nicht, wofür der jetzt ist. Ich hab... Ah, hallo. Töten. So, Lampe haben wir auch mit L. Und da unten sieht man jetzt unser Pack, was wir haben. Wir haben jetzt hier einen Schlüssel, mehrere. Die sind halt von selbst betätigen sich. Und dieses Pack, damit können wir uns immer wieder heilen, wenn wir das mal brauchen. Das brauchen wir nicht. Man sieht ganz gut, dass es 2D ist, weil die Leichen sich einfach hier mitdrehen. Die drehen sich immer mit dem Spieler. Deswegen gucken sie uns immer an. Wie könnt ihr das nur tun, die komischen Viecher? Was ist das denn für ein Gebäude? Das hier würde ich mir mal gerne interessieren. Da war ich noch gar nicht drin in dem Gebäude. Ja, das werden wir uns mal unter die Lupe nehmen. Da kommen wir doch bestimmt irgendwie hin. Das Haus kommen wir jetzt nicht so leicht. Da hinten soll ich auch noch was Schönes. Hätte ich jetzt Dynamit, was ich jetzt gerade nicht besitze, kann ich hier dieses Klo aufsprengen. Das ist ein kleines Easter Egg. Ich werde mal gucken, dass ich da irgendwie was machen kann. Ah, hier können wir rein. Ah, gut, hier war ich noch nicht. Das ist gerade sehr schön. Das ist nämlich meine zweite Aufnahme hiervon, weil ich ja beim ersten Mal sogar keinen Sound hatte. Das war doof. Was haben wir denn hier drin? Das ist ein komischer Raum. Ah. Das war jetzt gerade nicht nett von dir. Ich guck gerade mal, ob wir da irgendwie rein können. Ja, so. Wieso finden wir hier kein Dynamit, ey? Das nervt mich ein bisschen. Weil ich das ja doch gerne zeigen möchte.
Aber man sieht ja, hier gibt es in jedem Level ab und zu, also ich glaube, in fast jedem Level geheime Räume, wo man was nachgucken kann. Wo man Sachen finden kann, so. Ich glaube, wieder ein Stoß. Sonst war hier nichts. Habe ich irgendwie Dynamit? Nein, okay. Schade. Wir müssen jetzt wieder in die Scheune. Und von da aus durch einen unterirdischen Tunnel. Mega Spoiler. Das war hier hinten. Da. Ha. Oh. Aber ich werde dieses Egg natürlich auch noch zeigen, wenn ich dann einfach mir die Waffen alle cheate, die es gibt, und dann kann ich das so zeigen. Das will ich jetzt natürlich noch nicht machen. Ich werde das Spiel erstmal durchspielen. Mache ich eine kleine Special-Folge. Wenn ich mich nicht irre, ist hier auch noch irgendwas gewesen, oder? Nee, hier nicht mehr. Hier gleich in dem Raum, wo ich da hinkomme. So war das genau. Hier ist noch was. Erstmal hier ein paar Leute umhauen. Mit Tab hat man noch eine Karte. Wenn man mal nicht weiter weiß, kann man immer hier noch gucken. Ein bisschen verschwenderisch baller ich gerade um mich, aber das ist ja nicht schlimm. Hier haben wir noch eine Secret Area. Irgendwas haben wir hier, so ein Sheriff Badge. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das ist. Don't be a fool, Marshall. Die sagen immer sowas. Die ganze Zeit. Da war ich, da bin ich hier auf. Oh, fuck, ey. Diese mit beiden soll die zwei Pistolen haben, ja, die sind nicht so, ne? Aber wir haben genug Muni. Kein Problem. Hier geht auch einiges zu Bruch, sehr schön. Ach, liebe ich dieses Spiel einfach. Jo, was zum... Ich bin auch froh, dass ich das zum Laufen gekriegt habe. Dieser Soundtrack ist gut. Muss ich immer schön an, voll Dollar, ein paar Dollar mehr oder zwei glorreicher Minuten denken. Oh, drei meiner Lieblingsfilme. Also vom Italo-Western sind die drei und Django echt die besten, höchste der Gefühle. Für mich jedenfalls. Ja, wir gucken uns noch hier um, dann kommt gleich der Boss. Kann der jetzt nicht, Boss kann man den jetzt nicht wirklich nennen. Der kann nämlich nix. Der ist ganz schnell tot. Hier noch ein bisschen was aufnehmen, kann man auch öffnen hier. Alles cool, alles cool. Und hier haben wir ihn, da ist der Boss. Und Zwischensequenz. No, please, don't shoot no more. They took her north. Said something about picking up the train at Willington, then heading on to Cortez. Said you'd never find them there. Just don't shoot me. How do I know you're telling the truth? Because I don't want to die. Damn it! I told that fool doctor stealing your kid weren't gonna be good for anyone's health. It's a shame he didn't listen. Ja, das war ein schnelles Ende für ihn. Und er hat uns gesagt, wo wir hin müssen, also gehen wir auch hier zur nächsten Stadt. Und da werden wir uns natürlich auch wieder rumballern, weil Marshall ist sauer. Der Marshall. Und ich würde sagen, hier mache ich Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann werden wir unter diesem coolen Soundtrack weiter hier rumballern. Ja! So. Okay, wir haben jetzt aber schon uns mal aufmerksam gemacht, aber egal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, dann werden wir hier diese Stadt machen. Es wird wahrscheinlich so ablaufen, dass ich pro Video ein Level mache. Gucken, wie lange ich brauche. Wir werden es dann sehen, also bis dann.